Ready? Dieselbe Scheiße nochmal, ja? Okay, ich laufe, wir können probieren. Okay, alles klar. Meine Stadt, das ist Frankfurt. Wenn du möchtest, dass ich deine Freundin bang. Dein Essen schmeckt so wack wie deine Fotze machen Kochbuch. Reden was um Musiker, doch rappen gegen den Beat. Wir drehen uns alle nur im Kreis. Ich brauche 16 Lines, um dich zu beschreiben. Ich brauche nur eine Legen, um dich zu besteigen. Mit Rap kannst du was sagen, etwas machen, etwas tun. Und ich puste aus, puste aus. Und ich puste aus. Und ich puste aus, puste aus. Rap ist Kunstform. Und Rap ist Kommerzmaschine. Jede Bar, die ich schreibe, direkt aus meiner Brust. Er ist politisches Statement und Provokation. Rap ist Mainstream und Subkultur. Rap erzählt von Straße, von Armut, Gewalt und Kriminalität. Eine Welt, die viele Rapper gut kennen. Sie kommen aus ihr. Sie stehen ganz oben. Oder fangen gerade erst an. Sie haben ihre Nische gefunden. Oder suchen ihren Weg. Meine Mutter ist durch die Scheiße gegangen. Ich gehe durch die Scheiße und ich hoffe, meine Kinder müssen das nicht machen. Wie real ist Rap? Wie politisch ist Rap? Eigentlich zu 100% in allem, was es tut. Es gibt nichts, was Rap machen kann, was sowieso nicht politisch ist. Das ist unmöglich. Ruhrpott, Oberhausen. Er ist einer der erfolgreichen Rapper in Deutschland. Parham Vakili, 26 Jahre alt, Künstlername PA Sports. Seine Alben verkaufen sich gut, sein Einkommen ist gesichert. Was das Können angeht, was die Technik angeht und was, wie ich meinen Stellenwert als Rapper bzw. MC in der Szene sehe, sehe ich mich ganz klar als einer der Besten ganz oben. Die Tracks von PA Sports bewegen sich zwischen Gangster und Street Rap. Ich puste Rauch in die Luft, jede Bar, die ich schreibe, direkt aus meiner Brust. Wir warten draußen auf den Bus, die Geschäfte vom Teufel laufen in den Clubs. Siehst du, wie der Bruder mit dem Crackshit im Packstick und seine arme Mutter unermesslich verletzt ist. Puste aus, spielt mit den Insignien des Gangster-Rap. Harte Typen, Waffen, teure Autos, Drogen und Sex. Was in dem Video auffällt, sind die kurzen Bilder dazwischen. Sie sind so etwas wie eine Milieustudie. Der schnüffelnde Junkie, die sich prügelnden Kleindealer, das Vorstadtghetto. Süchtige Perlenpumpen, Gift in dein Herz, um den Code zu entschlüsseln, ist die Schrift zu fesseln. Parhams Eltern stammen aus dem Iran, sind Akademiker. Nach der Revolution 1979 verlassen sie ihre Heimat, gehen nach Deutschland. 1990 kommt Parham auf die Welt. Im Gegensatz zu vielen anderen Migrantenkindern geht es ihm gut. Seine Eltern versuchen ihren Kindern alles zu geben. Parham soll Arzt oder Anwalt werden. Doch seine Welt ist eine andere. Ja. Ja, gut, alles klar. Ich wollte Musik machen. Von Anfang an schon. Seitdem ich 10 Jahre alt bin, war für mich klar, ich werde ein Superstar, egal in was. Ich werde irgendeine Musik machen und ich werde, will damit auf die größte Bühne gehen. Das war aber immer mein Traum gewesen. Und als dann mit 15, 16 halt Form angenommen hat, beziehungsweise auch für mich erkenntlich wurde, dass ich jetzt auch einen Weg dahin kenne, beziehungsweise das Ganze sogar tatsächlich vielleicht passieren könnte, da fing ich dann halt an zu rebellieren. Mit 12 beginnt er zu rappen, ist viel in Clubs unterwegs und viel auf der Straße. Es fängt an mit ein bisschen Gras. Der 17-Jährige fliegt von der Schule. Die Straße zieht Parham mehr und mehr in ihren Bann. Bildsicher. Das entwickelt sich dorthin, dass man die Gesetze anfängt zu missachten bzw. keinen Bezug mehr dazu hat, dass sich eine kriminelle Energie im Körper entwickelt, dass es zu einem Normalzustand wird, dass der Körper Adrenalin ausschüttet, wenn man einen Polizeiwagen sieht, obwohl noch nicht mal was Verbotenes getan wurde. Das ist bei mir bis heute noch so. Schwere Körperverletzung und Diebstahl. Untersuchungshaft, Bewährungsstrafe für 3 Jahre. Parham ist kein Schwerkrimineller. Aber in seinem Vorstrafenregister sammeln sich immer mehr Delikte. Erfahrungen, die ihn und seine Musik prägen. Ein Scheißgefühl.
ein beschämendes Gefühl. Ja, ich saß meiner Mutter im Besucherraum der JVA gegenüber. Sie hatte Tränen in den Augen. Solche Dinge sind schwierig, ganz klar. Aber es ist eine Erfahrung. Diese Erfahrung hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Er gehört nicht zu den ganz Großen, hat sich aber einen Namen gemacht. Sadik aus Frankfurt am Main. Alter 28. Auch seine Musik ist geprägt von Straße, Drogen, Gewalt. Meine Stimme, meine Waffe. Ich hab den vergoldeten Style, ihr wollt Rapper sein, doch es ist vergoldete Zeit, Paradox. Holt mal eure Gasknarren, doch ich jage Schwanzköpfen, Kugel in die Arschbacken. Akku raus, danach roll ich auf Felgen. Cops aus mir Felgen, sehen Blocks und sie wenden sich. Spiegel das nur grad die Qualität böse, mit meinem Material mach ich dich schön. Haue dein Unterkollege die Zähne raus, weil er gemuckt hat gegen mein Brü. Mein Bruder Savas, hatte die Bass, jeder will Rapper, ich schicke den Markt. Kollege, mach deine Post, du Pisser, vergiss nicht, was hab ich damals gesagt. Am Ende des Tages kann ich nicht etwas von mir wiedergeben, was ich nicht lebe. Wenn ich zum Beispiel die Packs verpacke oder so, dann ist es halt so. Und da kann ich nicht rappen, hier hört auf Drogen zu nehmen, das ist scheiße, sondern dann rappe ich halt, ich verpacke die Packs und mache meinen Schnapp damit sozusagen. Und ich gebe das wieder, was ich sehe, ich reflektiere, aber ich verherrliche nicht. Kritiker von Rap werfen Rapmusik und Rapmusikern sehr gerne ihre Texte vor und die Inhalte. Das verstehe ich, aber keiner dieser Kritiker fragt, warum passiert das eigentlich? Es gibt diese Viertel, es gibt die Probleme, die dort in diesem Gangster-Rap stattfinden. Und wir als Gesellschaft müssten da eigentlich drauf reagieren, weil wir sonst einfach diese ganzen Kinder in diesen Vierteln verloren geben. Es ist der 1. Mai 2016 in Berlin. Hier tritt Sadik auf einem Rap-Festival auf. Steh auf ihn! Star heute, er ist der Star von Kreuzberg heute. Sadik Sadran hat afghanische Wurzeln, ist Kind von Flüchtlingen, so wie viele seiner Fans. Freut mich, 1. Mai! Kreuzberg, was geht ab? Kreuzberg! Du sagst, mein Volk ist so radikal, vom wie die Taliban. Rap für die Brüste, für mein Block bin ich Kapital. Guck die Welt, pump die Schwachteln von Afrika, während Arisch. Helikopter, sie können nicht landen. Schieß auf den Westen, New York und Kapitän. Ich häng auf den Banden und fick den Kurs. Bis zum Schluss, schieß er durch die Brust hindurch. Plötzlich kommt es zu einer Prügelei mitten im Publikum. Oh, stopp. Hey, Jungs. Hey, ihr kleinen Bastard, was macht ihr da? Steckt ihr auf meine Frau zu, Alter? Leute, beruhigt euch, wir sind hier 1. Mai. Ihr dürft nicht vergessen, für was 1. Mai steht. Für den Zusammenhalt, egal wo wir herkommen, egal aus welchem Land, egal welche Religion, wir sind alle eins, Leute. Dafür steht der 1. Mai und nicht für irgendwelche Hurensöhne, die irgendwie auf irgendwelche Frauen dazu schlagen, Alter. Das sind Leute, die unterdrückt sind, so wie ich auch unterdrückt war. So ich bin ein Flüchtlingskind und da sind viele Flüchtlinge auch unter anderem, aber auch viele Deutsche. Die mich verstehen. Jugendliche kriegen in unserer Gesellschaft keine vernünftigen Ziele. Was sind denn hier die Ziele? Mein Haus, mein Auto, meine Frau. Toll, und jetzt? Wenn ich das nicht erreiche, wenn ich gar keine Chancen habe, da hinzukommen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in dieser Gesellschaft nicht vorankomme, was mache ich denn dann? Falk Schacht hat den deutschen Hip-Hop von Anfang an miterlebt. Er produzierte selbst beim Musiksender Viva eine Hip-Hop-Sendung und schreibt seit über 20 Jahren für diverse Musikmagazine wie Juice und Backspin. Hip-Hop hat mir alles beigebracht, was ich über das Leben wissen musste. Das Nachdenken über Rapmusik hat mich zu einem erwachsenen Menschen gemacht, in all dieser Kindlichkeit, die eigentlich mit Rapmusik zusammenhängt. Die Geschichte des Rap beginnt Ende der 70er Jahre in den Ghettos von New York. Graffiti, DJing, Breakdance und Rap. Das sind die Säulen der Subkultur Hip-Hop. Hello, Video Music Box. Grandmaster Flash. Und Run-DMC sind die ersten globalen Stars des neuen Genres. Right now, man, why don't you hook me up with a
Von Anfang an beschreibt Rap das Leben auf der Straße, inklusive Sozialkritik, Gewalt und Kriminalität. Aus diesen Themen entwickeln sich Mitte der 80er Jahre Subgenres wie Conscious, Gangster und Straßenrap. Ice-T prägt den neuen Stil wie kaum ein anderer. Gangster-Rap inszeniert das Leben von Kriminellen bis hin zur Verklärung. Drogen, Zuhälterei und Mord als Lifestyle. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Die Geschichte des deutschsprachigen Raps beginnt Ende der 80er Jahre mit Hip-Hop-Gruppen wie Advanced Chemistry aus Heidelberg. Anfang der 90er sind es die Fantastischen Vier, die den deutschsprachigen Rap mainstreamfähig und kommerziell sehr erfolgreich machen. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Album erscheint. Kurz danach entwickelt sich durch Rapper wie Kool Savas der Straßen- und Gangster-Rap. Noch ist es ein Nischengenre. Das ändert sich Mitte der 2000er Jahre. Rapper wie Bushido und Sido betreten die Bühne und machen das Genre kommerziell erfolgreich. Damit kommen Gangster- und Straßenrap mehr und mehr im Mainstream an. Gleichzeitig sorgen provokantes Auftreten und streitbare Texte immer wieder für große Diskussionen in der Öffentlichkeit. Ab 2012 betreten Künstler wie Haftbefehl die Bühne. Er perfektioniert das Spiel mit den Requisiten des Gangster-Rap. Harte Typen, Waffen, teure Autos, Drogen. Seine Texte sind brutal, entlarvend und sprachschöpfend. Die Wochenzeitung Die Zeit krönt Aykut Anhan 2014 zum Dichter der Stunde. Die Härte der Straße, Gewalt und Ausgrenzung. All das kennt auch Jamel aus Hamburg. 31 Jahre alt, Künstlername B.O.Z. Politische Sachen und diepe Sachen sind, glaube ich, Sachen bei mir, wo jedes Wort 100%ig so gemeint ist, wie ich das gesagt habe. Bei B.O.Z. geht es wenig um provokante Darstellung. B.O.Z. beschreibt: Panik ist ein sehr genaues und erschütterndes Psychogramm eines Junkies und Dealers. Du kriegst Panik. Du willst was tun, aber du tust gar nichts. So als wenn du gar nicht da bist, sag worauf du wartest. Du weißt nicht, worauf du dich eingelassen hast, aber langsam wird's deutlich. Du hast mehr abgebissen, als du runterschlucken wolltest. Panik beschreibt im Grunde perfekt die Gedankengänge und die emotionale Welt von Leuten, die in Vierteln leben, die nicht zu den sozial Bestgestellten in Deutschland gehören und was das halt mit der Psyche dieser Menschen macht. Panik, dein Körper warnt dich vor der Gefahr, die du nicht wahrnimmst. Du bist wie gelähmt, Digga, du bewegst dich gar nicht mehr, aber du zuckst zusammen. Bei jedem Scheißgeräusch guckst du dich. Jamel ist Sohn pakistanischer Eltern. Ich geb bei dir überhaupt, Digga. Er wächst in Hamburg auf, in einer behüteten Vorortgegend. Der Vater verliert sich im Alkohol. Die Mutter zieht mit ihren drei Kindern mitten nach Hamburg. Irgendwo zwischen Reeperbahn, Schanzenviertel und Altona ist Jamels Hood. Er treibt sich viel rum, lernt die falschen Leute kennen, wird kriminell. Für mich war das ja nicht so, ich mach das jetzt, damit ich darüber rappen kann, weil ich das so geil finde. Sondern es war eher so, dass da so ein bisschen die Möglichkeit war, dann nicht arbeiten gehen zu müssen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Mit 19 fängt Jamel an, eigene Texte zu schreiben und zu rappen. Ready? Hast du mich drauf? Hörst du mich? Er legt sich einen Künstlernamen zu. B.O.Z. Hier ist kein Mensch, der dich festhält. Wenn dich jemand auf der Straße festhält, dann höchstens voller Bettel um ein bisschen Restgeld. Der Track Kalte Welt steht für klassischen Straßenrap. Keine provokante Inszenierung von Gewalt, sondern ungeschminkte Realität. Er bestätigt scheinbar alle Klischees vom bösen, gewalttätigen Rapper. Lockmonster steht zwar nicht in erster Reihe, aber er hat sich eine Nische gebaut, die gut funktioniert. Seine Kunstfigur trägt immer Sturmhaube und ist bewaffnet. Gewalt als Image. Der Unterschied ist natürlich der, dass ich in meiner
Kunstfigur, als Kunstfigur natürlich ganz andere Themen auch ansprechen kann, fiktivere Themen auch richtig ausrasten kann und Sachen schildern kann, die so mir als Privatperson nicht passieren würde oder nicht passiert sind. Schieß zuerst, nichts am Werden, dass ich letzter bin. Haltet Bauer, Feuer, bist du blind. Geh zum Teufel, willst du? Meine Musik ruft nicht zur Gewalt auf. Ich zeige nur die Gewalt, die möglich ist oder die Gewalt, die auf den Straßen passiert. Björn D. ist Berliner. Er ist 32. Aufgewachsen ist er in den 80ern in Kreuzberg. Damals geprägt von Armut und Gewalt. Wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist, dann wirst du Sachen sehen, wo du sagst, Alter, wir sind hier in Berlin, wie geht das? Also ich kann dich zu Leuten bringen, die zeigen dir Waffenarsenale wie Matrix mit ganzen aufgereihten Maschinengewehren und die sind alle scharf. Ich bin dagegen aufgewachsen, da ist mein Nachbar ist tot, den haben die umgebracht wegen irgendwas und der ist lebenslang im Knast, der andere ist aus Deutschland abgehauen. Das glaubt ja keiner. Aber leider ist es wirklich so gewesen in meiner Kindheit. Gewalt und Kriminalität. Diese Erfahrung, das ist das Kapital der Kunstfigur Blockmonster. Björn D. und ein paar Freunde haben 2006 ihr eigenes Label Hirntod Records gegründet. In einer winzigen Parterre-Wohnung nehmen sie ihre Tracks auf. Immerhin, im April 2016 erreichte ihr Jubiläumsalbum Platz 2 der deutschen Hip-Hop-Charts. Platz 2 für so eine Musik? Ja, hätte niemand gedacht. Mit Masken und so? Hätte niemand gedacht. Groß durch die Presse gingen Blockmonster und seine Kollegen von Hirntod Records 2007 und 2008. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Monika Grifan hatte immer wieder Texte von verschiedenen Rappern als gewaltverherrlichend kritisiert. So zum Beispiel von Rappern wie Bushido und Sido. Resultat? Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, BPJM, setzt etliche Alben auf den Index. Wir konnten nicht nachvollziehen, warum Musik indiziert wird. Und das hat uns damals sauer gemacht. Und wir haben dann gesagt, okay, ey, wenn keiner was dagegen sagen will, sind wir das. Wir machen unseren Mund auf. Wir halten nicht die Fresse. Und das ist dann ein bisschen eskaliert in dem Track Fick die BPJM, wo wir halt gegen Monika Grifan sehr scharf geschossen haben. Alles nur lyrisch natürlich, aber sie hat es auf jeden Fall ernst genommen und da draußen eine politische Kampagne gemacht. Der Song Fick die BPJM darf nicht mehr verbreitet werden. Im Netz ist der Text noch zu finden. Er beschreibt detailreich den Mord an Monika Grifan. Kunst oder Straftat? Sie gehören zu den wenigen Frauen, die sich im Genre Straßenrap bewegen. Juju 23 und Nura 27. Sixten gibt es erst seit gut einem Jahr. Bislang haben sie ein Album herausgebracht. Asozialisierungsprogramm. Ein stark polarisierendes Debüt. Das Einzige, was wir eigentlich gedacht haben, war so, dass wir einen Song haben wollen, wo wir so eine Ansage machen an die Szene, dass wir jetzt da sind und sich alle ficken können. So. Macht man ja eigentlich so auch der erste Track. So. Das muss man ja auch machen. Wenn man einfach so auftauchen will und einfach so ein Video machen will, dann muss man schon erstmal sagen, fickt euch alle. Also im Rap jetzt nicht, im Pop vielleicht nicht. Schaumparty, viel nackte Haut. Einiges an zerstörtem Mobiliar. Ein bisschen Gras, zwar keine Kalaschnikows, aber immerhin etwas Kleinkalibriges. Eigentlich kein großer Unterschied zu den anderen Rapper-Videos. Nur, dass es eben hier Frauen sind. Fakt ist, dass es offensichtlich bei dir, bei mir und bei anderen eben eine Reaktion hervorruft. Und die finde ich gut. Und die ist sogar, also das ist das, was Kunst auslösen kann und was ich wichtig und spannend an Kunst finde, wenn man solche Sachen eben umdreht. Und das tut's. Es ist Samstagabend, ein Gewerbegebiet am Rand von Heilbronn. Juju und Nura sollen bei einer Hip-Hop-Party auftreten. In den sozialen Netzwerken polarisieren die Meinungen zu Sixten. Viel Bestätigung und zugleich viel Ablehnung.
Alter, bitte hört endlich auf zu rappen. Ihr seid eine Schande für alle anderen Rapperinnen. Ich hoffe, ihr werdet vergast, abgeschoben und euer Leichnam wird ausgekotzt und an Zigeuner als Sexpuppen verkauft. Und darunter schreibt einer, sehr schön gesagt. Deutschrap ist halt trotzdem, ist halt sexistisch, so kann man auch nichts dagegen machen. Viele Leute sind halt sexistisch und kommen damit noch nicht klar, aber irgendwann gewöhnen sie sich dran, weißt du? Man darf es halt nicht so ernst nehmen, finde ich. Wir geben denen einfach ein bisschen Zeit. Die brauchen ein bisschen Zeit, um uns kennenzulernen, glaube ich. Weißt du, wir mögen die ja. Die mögen uns nicht, aber wir mögen die. Genau. Und wir werden die schon vom Gegenteil überzeugen, keine Sorge. Und dann werden sie sich auch schämen, weißt du? So von wegen so, oh nein, ich habe voll schlecht über die geredet, eigentlich sind die voll cool und so. Auf dem Machu Picchu. Nuras Mutter stammt aus Eritrea. Mit 15 wurde sie nach Saudi-Arabien zwangsverheiratet und bekam 4 Kinder. Als Nura 3 war, flüchtet ihre Mutter mit den Kindern nach Deutschland. 2 Jahre Flüchtlingsheim, dann eine beengte Wohnung in Wuppertal, die Mutter arbeitet als Putzfrau. Nura benimmt sich in ihren Augen zu westlich. Es folgt Stress zu Hause, mit 13 betreutes Wohnen, mit 18 Umzug nach Berlin. So, meine Mutter ist durch die Scheiße gegangen, ich gehe durch die Scheiße und ich hoffe, meine Kinder müssen das nicht machen. Ich hoffe, ich werde so viel genug gearbeitet haben, damit die einfach ein geiles Leben haben, damit die dieselben Chancen haben wie jetzt ein deutsches Kind. Auch Sadik Sadran ist Flüchtlingskind. Seine Geschichte beginnt 1988 in Kabul, eine vom Krieg gezeichnete Stadt. Seine Eltern flüchten mit dem 3 Monate alten Sohn nach Indien, 6 Jahre später nach Deutschland. Ihre erste Begegnung mit diesem Land? Frankfurt am Main, Bahnhofsviertel. Monate verbringen sie dort in einem Hotel, bis ihr Asylantrag bewilligt wird. Ich hatte immer mein kleines Fahrrad gehabt und ich bin hier immer rumgeturnt. Zwischen der Taunusstraße, zwischen den ganzen Drogenabhängigen, zwischen den ganzen Prostituierten bin ich rumgefahren und habe versucht, das Fahrradfahren zu lernen, bin ich immer hingefallen und war lustig auf jeden Fall. Ja. Das war halt mein erstes Erlebnis so in Deutschland. Später lebt die Familie im Problemviertel Sossenheim. Hier beginnt auch Sadiks kriminelle Karriere. Drogen verkaufen, Leute überfallen. Im jungen Alter muss man sich entscheiden, was möchte man. Und das kommt dann, irgendwann realisiert man das zu spät, was man machen muss, was man machen möchte. Und dann ist es schon zu spät und dann will man nicht sein Leben lang für 1200 Euro arbeiten, sondern man will sich etwas, was man sich erträumt hat, irgendwie verschaffen und dann sucht man es sich in kriminellen Wegen sozusagen. Sadik ist 14. Seine kriminelle Karriere scheinbar unaufhaltsam. Doch dann lernt er einen neuen Freund kennen. Sohn marokkanischer Flüchtlinge. Durch ihn kommt er mit Musik in Berührung. Assalamu alaikum Alman, bunkert die Packs weg. Der Ticker rappt jetzt, pumpt meinen Flex-Text. Sie wollen Respekt, nick da mehr hoch, denn ich streck bis zum Limit. 2012 erscheint Sadiks erstes Album. Leben kann er bis heute von seiner Musik nicht, so wie viele andere Rapper auch. Das Wissen darum, wie sich Leben auf der Straße anfühlt, prägt seine Musik und sein Image als authentischer Rapper. Willst du die Kick eher hart, eher kurz? Mach die, dass sie so knallt auf jeden Fall. Du musst richtig pumpen, Druck. Realness ist A und O, weil eigentlich kann ja irgendjemand kommen einfach und es gibt ja genug Rapper in Deutschland, die nicht real sind und einfach irgendeine Scheiße rappen. Da das Bedürfnis eben häufig da ist, aus diesen schlechten sozialen Umständen herauszukommen und echt zu sein und damit eben seinen Lebensunterhalt verdienen zu können, ist man beleidigt, wenn jemand mit etwas Künstlichem, also etwas Gefaktes Geld verdient. Wenn jemand menschlich eine Null ist, kann er für mich in seiner Musik machen, was er will, dann ist er fake für mich. Skandierte Realness ist sehr wichtig, gelebte Realness ist scheißegal. Das sind oft auch Leute, die was von Straße erzählen, von Kilos abpacken und das Heftigste, was sie machen, ist zu Hause sitzen, Joints rauchen und Playstation spielen. Wenn du jetzt sagst, ich will jetzt versuchen, einen auf, keine Ahnung, irgendwas zu machen, auf Gangster, sage ich jetzt mal als Beispiel, dann ist es doch voll anstrengend, wenn du gar kein Gangster bist, dann musst du ständig irgendwie den Harten markieren. Wir sind Sixten, SXCN, Mutterficker.
Es ist 1 Uhr, Showtime in Heilbronn. Für Sixten ist es nicht nur einfach ein Spiel mit derber Sprache. Provokation soll die männlich dominierte Rap-Szene durchschütteln. Also fick dich! Ich ficke deine Mutter ohne Schwanz. Ich brauch dein ganzes Leben in nem Land. Jeder Hater ist ein Klick mehr. Du bist nicht mehr als ein Fickwerk. Ich hab dafür gezahlt, also tanz! Frauen sind, die sind vielleicht auch ein bisschen mitschuld, aber... Ja, die müssen halt ein bisschen mehr Power geben, so ein bisschen mehr zeigen, dass ihnen das am Arsch vorbeigeht. Klar, da sind auch Frauen schuld, die dann sagen so, zum Beispiel die Frauen sind daran schuld, die unter unsere Videos schreiben, oh Gott, wie kann man das sagen als Mädchen? Die Frauen sind schuld, dass Typen auch so denken, weißt du? Weil das sind Ollen, die sich voll verstellen und so für den Typen. Dann haben wir doch Skrupel bekommen. Auch Alice Schwarzer beschäftigt sich mit Rap. 2007 moderiert sie die Sendung Menschen bei Maischberger in Vertretung. Zu Gast ist Manuel Romeike, Pornoproduzent und Rapper aus Berlin. Künstlername King Orgasmus One. Wen provozieren Sie denn? Und ich lese mal einen Ihrer Texte vor, wenn es recht ist. Das heißt, du nichts, ich Mann. Mädel, deine Sprüche sind alle für den Arsch. Was quatschst du für Scheiße? Was laberst du mich voll? Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art? Du siehst aus wie ein Stück Scheiße mit zwei Augen und einem Tanga. Tanga, 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 Tanga. Sixten adaptieren den Song. Das Mädchen ist so lustig. Refrain ist Hass, Frau. Du nichts, ich Mann. Fick mich und halt dein Maul. Ruf sie hinterher, Fotze, dreh dich um. Ob du willst oder nicht, wirst du von jedem gebumpt. Jetzt bück dich, komm mir nicht mit rumzicken. Eine Schlampe sollte man nur in den Mund ficken. Du bist ehrenlos und hast keinen Stolz, Nutte. Während ich dich vollspucke, bläst du meinen Schwanz. Wenn ein Typ so einen Song machen würde, dann würde es gar nicht rüberkommen. Es kommt erst rüber, wenn du eine Olle bist und aus der Perspektive von einem Typen raps, der frauenfeindlich ist, dann kommt es erst cool rüber. So, dann regt es Leute zum Nachdenken an. Sixten sind mit Sicherheit keine Feministinnen, die sich bei Unterschriftensammlungen oder Podiumsdiskussionen engagieren. Hass, Frau, du nicht sich Mann. Blase bist du kurz, aber Gott auf meinen Schwanz. Es ist nicht so, dass wir vorher überlegt haben, wir machen jetzt einen feministischen Song. Im Nachhinein ist der feministisch irgendwie, finde ich. Und wenn Alice Schwarzer den nicht feiert, dann ist sie dumm. Also wenn Alice Schwarzer das gecheckt hat, dann ist sie auch in meinem Herzen. Sich nichts vorschreiben, sich nicht in eine Schublade schieben lassen. Einfach sein Ding machen. Dafür wollen Sixten stehen. Zieh die Turmmaske auf für den Endkampf. Tabubruch durch Gewaltdarstellung. Das scheint das Betriebsgeheimnis von Blockmonster. Er und seine Labelkollegen von Hirntod Records rufen per Song zum Mord an Monika Grifan auf. So, ich bitte Platz zu nehmen. Das Gericht hat eine eindeutige Meinung dazu. Volksverhetzung. Für Björn D. bedeutet das 10 Monate Haftstrafe auf Bewährung. Wir waren bescheuert in dem Moment. Wir haben uns davon Gefühlen zu sehr leiten lassen und haben auch nicht an die Konsequenzen gedacht. Bis 2015 finden 7 SEK-Einsätze und Hausdurchsuchungen bei den Hirntod-Rappern statt. Blockmonster war zu dem Zeitpunkt, als das dann hochgekocht wurde, so gut wie unbekannt. Kein Mensch kannte den zu dem Zeitpunkt, also außerhalb Berlins. Und mit diesem Ding, mit dieser Nummer, dass sie dann plötzlich eben Ärger hatten, sind die bundesweit in den Medien gewesen. Okay, willst du? Okay. Jalla. Der Teufel im Nacken verleitet uns zu Dingen, was du ja, wenn Moral abgestopft ist durch die Klingen. Nach der Auseinandersetzung mit der Bundesprüfstelle verabschieden sich Blockmonster und seine Kollegen in eine Art Fantasy-Horror-Welt. Unsere Songs funktionieren, glaube ich, genauso wie Filme. Die Leute hören hin und werden für 3 bis 5 Minuten einfach entführt. Sie werden in eine Welt gebracht, die sie sonst nicht kennen, deren Gefühle sie vielleicht kennen, aber die Handlungen nicht. Und ich glaube, das ist das Geheimrezept von Hirntod. Eine Art Ersatzwelt, in die man fliehen kann, in der eine andere Realität herrscht. Geister, die ich rief, sie verfolgen mich wie Schatten. Sie sagten, Bro, wir müssen es wie die machen. Sag lieber nichts oder willst du mich aggressiv machen? Ein Tunnel in Hamburg. Dreh für ein neues Video.
Shoryuken heißt der Song. Das Thema: sich behaupten, seinen Platz finden. Ein Thema, das BOZ gut kennt. Der Sohn pakistanischer Einwanderer. Nie wieder so, nie wieder Hype, nie wieder Kompromiss, ich komme aus dem Hinterhalt. Vom Rappen leben kann BOZ nicht. Zusammen mit Freunden betreibt er ein Kampfsportstudio. Trainer wie Sportler. Fast alle hier haben einen Migrationshintergrund. Seit auch in Hamburg immer mehr Flüchtlinge angekommen sind, geben BOZ und seine Crew kostenlose Trainings für Geflüchtete. So wie Mustafa Al-Hayamidi, der vor dem Bürgerkrieg in seinem Land geflohen ist. Am Austurian. Ja. Alibo. Ja. Ja. Fühlst du dich wohl? Sehr gut. Wie läuft dein Training? Ja. Hammer, ja? Aber du hast vorher ja auch schon Sport gemacht, ne? Okay, okay, sehr gut. Dann zieh dich mal um und dann geh auf die Matte, ne? Ja. Wir sehen uns später. Bis später. Danke dir, ja? Ja. Ciao, ciao. Danke. Wie Integration funktioniert und wie nicht, das wissen Jamil und seine Freunde hier ganz genau. Es ist leicht zu sagen, so, die Integration in Deutschland und Europa ist gescheitert, weil der deutsche Staat schuld ist, Europa schuld ist. Da hängen wir alle mit drinnen, ne? Also auch die Migranten haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Integration vielleicht nicht so geklappt hat, wie sie hätte klappen sollen. Aber andersrum natürlich auch der Staat. In seinem Album Made in Germany stellt sich BOZ die Frage nach der eigenen Identität, nach Heimat, nach dem Zurechtfinden in diesem Land. Made in Germany, braune Haut, schwarze Haare. Ich spreche Deutsch, das ist eine klare Sprache. Hamburg City, Kiez, Reeperbahn, die Straße. So viele Sünden, Angst vor einer harten Strafe. Doch ich bin frei, jeden Tag, ich atme ein. Mein Vater kam allein mit 18 Jahren und sagte: Ich nahm mir einen Koffer und ging fort, denn von dort, wo ich herkomme, ist Hoffnung nur ein Wort. Was ich machen wollte, ist eigentlich von einem Migrantenkind die Perspektive zu geben, dass vieles von der Kritik, die an Deutschland geht oder an die deutsche Gesellschaft geht, auf jeden Fall stimmt. Aber dass wir alle trotzdem irgendwie froh sein können, hier zu sein. Und irgendwo, dass das dann auch ein Zusammenhaltsgefühl ist. Die Suche nach Identität. So geht es vielen Rappern. Kaum ein anderes Musikgenre ist so stark von Migranten geprägt. Vielleicht sind wir diejenigen, die was zu erzählen haben. Ich sage immer, die Migranten in Deutschland sind die Schwarzen aus Amerika. Jeder hat so seine eigene krasse Geschichte. Der eine kommt aus Kurdistan, der andere aus dem Irak, der andere aus Afghanistan. Und alle haben so ihre eigene Story, die halt voll interessant ist. So. Und ich glaube, das ist halt so dieser Ghetto-Traum, dass du kannst damit was erreichen. Und wenn es nur Fame ist, wenn es nur ist, dass sich die Jungs in deiner Straße feiern dafür. Rapmusik gibt Stimmlosen eine Stimme. Vor 5 Jahren stand PA Sports vor dem Scheideweg. Kriminelle Laufbahn oder Rap? Wir sind im Studio The Lab. Komm, undercover. PA bekommt die Kurve und macht die Musik zu seiner einzigen Profession. Ich komm im Undercover, Bands Ambiente Paket wie ein Sultan mit Schalbar. Mentalität, ich veränder mein Leben mit der Vollautomatikwaffe. Wenn ich Party mache, komm ich nicht mit deiner Abi-Masche. Wer einmal im Gefängnis war und ein zweites Mal geht, ist kein Mann geworden dadurch. Verstehst du? Und wer einmal ins Gefängnis geht und nicht mehr ins Gefängnis geht, der hat gelernt. So, und es gibt leider viele, die nicht lernen. Ich habe aber gelernt, mir hat's gereicht. Im Laufe der Zeit werden seine Songs immer tiefgründiger und politischer. Ein Herz wird gebrochen, tausende Male. Aber du musst immer weiter lieben. Wahre Männer lassen Insekten weiterfliegen, aber würden auch nie vom Kaiser kriechen. Kämpfe dein Brot, kämpfe dein Recht. Groß werden ist ein mutiger Traum. Seine Stadt brennt, seine Frau tot. Yeah. Angekommen auf einem Schlauchboot. An der Küste in den Zug gestiegen, während sie in seiner Heimat Blut vergießt. Kollateral beschreibt, wie sich ein Migrant in Deutschland radikalisiert und schließlich zum Terroristen wird. Er war politikbesessen, 20 Jahre alt und im Innern wie zerfressen. Da will ich nochmal deutlich machen, dass ich nicht rechtfertigen will, dass das richtig ist, wenn ein Mensch sowas macht. Egal, was es für Gründe hat oder egal, was für ein Schicksal er in seinem Leben erlebt hat. Aber ich mache auch der anderen Seite deutlich, dass wir
mit bisschen mehr Herz und Verstand an die Sache gehen sollten, ja, und aufpassen sollten, wie wir mit Menschen umgehen. Ich laufe also, wann ihr möchtet. Okay, let's go. Auch Sadik setzt sich mit dem Thema Radikalisierung auseinander. Allerdings aus einer ganz anderen Perspektive. Sein Song zum Thema heißt Charlie Hebdo. Video und Song stehen auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die Hauptfigur ist einer der Pariser Charlie Hebdo-Attentäter. Von seinen Komplizen wird er aus der Haft befreit. Song und Video heroisieren die Anwendung von Gewalt. Ein Terrorist wird zum Helden verklärt. Meine Message ist in dem Song, dass ich eine Satire, eine Satire mache über Charlie Hebdo. Charlie Hebdo hat ja eine Satire über den Islam gemacht. Ich mache eine Satire über Charlie Hebdo. Und im Endeffekt gilt Charlie Hebdo als Meinungsfreiheit, aber mein Song nicht. Ich kann die Wut in Sadik schon nachvollziehen. Ich finde seine Antwort als Lösung, die finde ich nicht vernünftig. Aber ich verstehe schon, warum er so wütend ist. Mit Charlie Hebdo schaffte Sadik im März 2016 in die Schlagzeilen. Durch Beschluss der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien dürfen Song und Video Jugendlichen unter 18 Jahren nicht mehr zugänglich gemacht werden. Der Grund? Verrohung und zur Gewalt anreizend. Falk Schacht sieht das liberaler. Eine Gesellschaft muss das auch aushalten können als Meinungsfreiheit und das sehe ich genauso. Wir müssen das aushalten und es ist sogar notwendig, dass es so etwas gibt, weil wir dann uns dagegen positionieren können, weil wir dann sagen können, Moment mal, das ist nicht okay, wie du es gesagt hast, das Thema ist sehr empfindlich, damit müsste man sensibler umgehen. Sadik ist gläubiger Moslem. Religion hat einen hohen Stellenwert in seinem Leben. Mir wird vorgeworfen, dass ich ein Islamist bin und dass ich andere Religionen nicht toleriere. Und mit diesen Sachen habe ich jetzt zu kämpfen, mit diesen Vorurteilen, ja. 2013 sucht Sadik Kontakt zu Pierre Vogel und Sven Lau. Beide gehören zur Salafisten-Szene. Auf seinem YouTube-Kanal zeigt Pierre Vogel Videos solcher Treffen, bei denen er sich gerne als bescheidener Glaubensbruder inszeniert. Wie sieht es bei dir aus? Du bist jetzt bestimmt mit der Karriere beschäftigt. Nee, mein Ziel ist jetzt, also meine Eltern glücklich zu machen. Alhamdulillah. Ich bin... Möge Allah dir dabei Erfolg geben. Ich habe bewusst den Kontakt gesucht zu diesen Personen, weil ich mich auch natürlich mehr mit Islam beschäftigt habe und dann mich auch natürlich mit Personen getroffen habe, die mit dem Islam zu tun haben. Und es war ja natürlich nicht nur Sven Lau oder Pierre Vogel, sondern viele andere auch. Wie der die genau gehalten hat. Bei dem Treffen handelt es sich um eine PR-Aktion. In den sozialen Netzwerken sucht Pierre Vogel bewusst die Nähe zu Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Rapper wie Sadik bieten hier einen fruchtbaren Boden. Weil das einfach unfassbare Multiplikatoren sind. Das sind die Helden ihrer Generation. Und sie können über diese Leute wie eine Art Brückenkopf ihre Botschaften da reinsenden. Das ist eigentlich schon alles. Das ist ziemlich simpel. Die interessieren sich einen Scheiß für diese Kinder. Das juckt die nicht. Die wollen einfach nur einen Kanal haben. Ich bin ein erwachsener Mann und ich weiß selbst, was richtig ist und was falsch ist. Also mich kann man nicht manipulieren oder Gehirnwäsche oder sonstiges, was alles da erzählt wird, finde ich Schwachsinn. Seine tief religiöse Einstellung ist für den Rapper ein Problem. Für ein gottgefälliges Leben müsste er eigentlich der Musik abschwören. So sehen es fundamentalistische Strömungen im Islam. Zu erkennen, dass der Traum, für den man gelebt hat, am Ende nicht richtig ist, ist schwer, natürlich, auf jeden Fall. Aber ja, letztendlich hat jeder Mensch eine Prüfung. Jeder Mensch wird geprüft. Und das ist meine Prüfung, die ich eigentlich nicht bestehe. Aber vielleicht irgendwann. Ich hoffe es. Die Geschichte hat Parallelen zu der des Rappers Deso Dog. Für seinen Glauben schwor er der Musik ab, wie ein YouTube-Video zeigt. Hochgeladen von einer Organisation aus der Salafisten-Szene.
Sie lenkt ab. Bitte, wenn ihr Musik hört oder Musik macht, Wallahi, versucht, Barakrofik, versucht ganz schnell da rauszukommen. Versucht ganz schnell da rauszukommen. Wallahi, versucht da rauszukommen. Weil diese Sache ist keine leichte Sache. Es ist Haram, 100% Haram. 100%. Kuspert, alias Desodog, schließt sich dem IS an. In Propagandavideos präsentiert er sich als Sprachrohr der Islamisten. Ob er noch lebt oder bei einem Luftangriff in Syrien starb, ist bis heute offen. Die Leute, die eine radikale Einstellung haben, mit diesen Leuten habe ich nichts zu tun. Mit diesen Leuten möchte ich ja nichts zu tun haben. Ich glaube, dass er sich selbst noch nicht 100% schlüssig ist. Und ich glaube auch, dass sehr viele Jugendliche, eben die sein Publikum dann auch repräsentieren, sich auch nicht schlüssig sind. Die einfach auch ein Problem damit haben. Wie sollen sie in dieser Gesellschaft sich selbst definieren? Sie sind sehr unzufrieden mit den Dingen, wie sie passieren. Sadiq ist sehr unzufrieden mit dem, wie das hier in diesem Land läuft. Was ist die Lösung? Und was bietet ihm dieses Land auch an als Lösung? Mit Charlie Hebdo hat Sadiq für viele eine Grenze überschritten. Der Song sympathisiert offenbar mit islamistischen Attentätern und lässt sich nur schwer über die Meinungsfreiheit legitimieren. Seine Stadt brennt. Ganz anders der Track Kollateral von PA Sports. Er sucht nach Erklärungen für Radikalisierung. Trotzdem verteidigt PA Sports seinen Kollegen Sadiq. Warum ist das eine okay und das andere nicht? Warum? Das ist die Frage. Warum messen wir mit zweierlei Maß? Weil er dort das Gefühl vermittelt, dass er kein Mitleid hat für Menschen, die gestorben sind? Wie viele Satirebilder gibt es, wo das Gefühl vermittelt wird, dass es kein Mitleid gibt für Menschen, die gestorben sind? Aber nur damit du's weißt, Islam ist für mich Frieden. Warum äußerst du dich nicht zum Krieg? Meiner Meinung nach heißt die allergrößte Hure Politik. Der Track gehört zum Album Zurück zum Glück. Kurz vor der Veröffentlichung gibt PA Sports der Rap-Plattform TV Straßensound ein Interview. Die übliche PR. Doch dieses Interview macht ihn weit über die Rap-Szene hinaus bekannt. Meine Nation, wie gesagt, ist Mensch. Mein Land ist die Welt. Und mein Glaube ist eine Sache zwischen mir und Gott. Das geht gar keinem was an. Am liebsten, wenn jemand zu mir kommt und sagt, was bist du für ein Landsmann, sage ich, geht dich nichts an. Was bist du für eine Religion, geht dich nichts an. Geht dich alles nichts an. Was interessiert dich das? Ich hasse nationalistische Menschen. Ich hasse diese Menschen, die nichts anderes in ihrem Leben haben als das ist meine Flagge, das ist mein Land. Ey, seid ihr behindert oder was? Diesen krankhaften Nationalismus, dieses krankhafte beleidige meinen Staatspräsidenten und das ist für mich schlimmer, als ob du meine Mutter beleidigt hättest. Digga, seid ihr, hat man euch in den Arsch gefickt oder was? Alter, was ist los? Rap sucht Konfrontation. Rap ist Kunst. Rap will provozieren. Und Provokation kann auch sehr viel Spaß machen. Rap spiegelt eine Welt, von der wir ahnen, dass es sie gibt, die wir aber nicht wahrhaben wollen, deren Auswüchse wir schnell als verderblich ablehnen. Ironischerweise sind die Träume dieser Welt gar nicht so weit von so mancher gediegenen Stammtischrunde entfernt. Schicke Autos, Sex und die Verlockung, einfach mal etwas Verbotenes zu tun. Natürlich ist es eine Stammtischfantasie. Rap ist nicht besser als die Gesellschaft. Es ist nur extremer. Und wenn man Rap kritisieren will, dann kritisiert man eigentlich die Gesellschaft, in der man lebt.